Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier in meiner Sprechstunde, in meinen Räumen, begrüße ich Sie. Diesmal geht's um den wunden Po. Der wunde Po kommt bei mir in der Sprechstunde sehr häufig vor. Es liegt wahrscheinlich daran, dass die Natur nicht vorgesehen hat, dass wir als Babys Windeln tragen. Sonst hätten wir vermutlich als Babys Hornhaut um den Popo. Der Stuhl und der Urin von uns Menschen ist, je nachdem, was wir essen und trinken, mehr oder weniger aggressiv. Er greift die Haut an. Und das ist der Grund dafür, dass speziell bei Babys, die Windeln tragen, der Popo öfters, bei manchen Kindern ständig, bei manchen überhaupt nicht, gereizt ist. Und dann spricht man vom wunden Po, wobei ich da differenzieren möchte. Wunderpo heißt, er ist offen, er glänzt, er ist feucht. Das ist eher seltener. Meistens ist der Popo einfach nur rot und gereizt und im Volksmund sagt man dann Wunderpo. Deshalb heißt das Thema auch Wunderpo. Wie behandelt man einen wunden Po? Am einfachsten wäre es, man würde es so machen, wie die Natur es vorgesehen hat. Man lässt Luft an diesen Bereich, sprich, man zieht überhaupt keine Windel an. Das geht im Sommer mal ein paar Stunden, aber das ist keine Dauerlösung für Sie als Eltern. Wir müssen also dafür sorgen, dass der Urin und der Stuhlgang die Haut des Babys nicht reizen können. Und dazu eignet sich am besten eine Paste. Und zwar, nach meiner Erfahrung, die weiche Zinkpaste. Die einfache weiche Zinkpaste ohne irgendwelchen Zusatz. Diese Paste schützt die Haut, indem sie einen dauerhaften Schutzfilm über die Haut bildet. Besser als eine Creme oder Salbe. Cremes und Salben ziehen sehr schnell in die Haut ein, was zwar eine gute Pflegewirkung bewirkt, aber keine Schutzwirkung. Und das macht die Paste. Sie bleibt über Stunden auf der Haut und der Urin und der Stuhlgang können dann nicht direkt reizend auf die Haut einwirken. Es gibt typische Zeiten, in denen ein solcher roter oder wunder Po auftritt. Und das ist zum Beispiel während der Muttermilchepisode, wenn die Mutter beginnt, Obst, vor allem Säfte, vor allem Orangensaft zu trinken. Dann wird der Urin und der Stuhlgang aggressiver und dann kann man regelhaft einen roten Popo bemerken. Spätestens dann macht es Sinn, eine Zinkpaste aufzutragen. Dann gibt es ganz oft die Zahnungszeit, in der der Stuhlgang ebenfalls aggressiver ist und der Popo entsprechend gereizt ist. Und dann gibt es Durchfallerkrankungen, bei denen durch den Durchfall bedingt der Stuhlgang ebenfalls sehr aggressive Eigenschaften hat und in dieser Zeit entsprechend ein intensiver Schutz für die Haut nötig ist. Normalerweise geht eine normale Reizung der Windelhaut durch das Auftragen einer Zinkpaste zurück. Oder aber sie bleibt so, wie sie ist, solange der Stuhlgang anhaltend aggressiv ist. Wenn unter der Behandlung mit einer Zinkpaste eine Rötung um den Popo herum oder um das Genitale herum größer wird, wenn sie sich ausbreitet, trotz dieses Auftragens der Zinkpaste, dann haben wir es vermutlich mit einer Pilzinfektion zu tun. Spätestens dann wäre eine Vorstellung beim Kinderarzt oder Kinderärztin sinnvoll, um das zu überprüfen. Denn dann gibt es eine Salbe oder eine Paste mit einer Substanz gegen den Pilz. Bei dieser Gelegenheit schaut der Kollege dann auch in den Mund, denn oftmals kann man dann auch einen Pilz im Mund entdecken, der dann ebenfalls zu behandeln ist. Noch ein Satz dazu, wenn die Haut wirklich wund ist, das heißt also offen, dann müssen Sie dafür sorgen, dass die Haut trocken wird. Und das passiert mit Hilfe eines Gerbstoffs am besten. Zum Beispiel das Auflegen eines nassen Schwarzteebeutels, den Sie durchaus vorher zur Zubereitung eines Tees benutzt haben. Das lassen Sie abkühlen und legen Sie es ein paar Minuten auf die offenen Stellen.
Danach bitte trocken pusten, am besten mit der eigenen Puste. Vorsicht beim Benutzen eines Föhns. Ich habe da schon Verbrennungen gesehen, die völlig unnötig sind. Tatsächlich reicht es, wenn Sie einfach nur pusten. Danach, wenn Sie sehen, dass die Haut etwas abgetrocknet ist, kommt dann, wie besprochen, die Zinkpaste auf diese Stelle. Aber sie würde nicht halten, solange die Haut wund ist. So, jetzt denke ich, wissen Sie das Wichtigste im Umgang mit dem wunden Po. Obstruktive Bronchitis, man nennt sie auch spastische Bronchitis. Es handelt sich dabei um eine Verengung der Atemwege, und zwar der unteren Atemwege, der Bronchien, wie der Name Bronchitis ja auch sagt. Diese Verengung führt zu einer Atembehinderung. Dieses Bild. Es zeigt den Handrücken eines Kleinkindes. Die Mutter hat mir dieses Kind vorgestellt, weil sie wissen wollte, ob es vielleicht Neurodermitis hat. Es war in diesem Zusammenhang interessant zu sehen, dass nur an dieser Stelle dieser Hautausschlag zu sehen war, sonst nirgends.